Danke für die Warnung, lieber Anzug. Damit heiße ich alle herzlich willkommen zurück, die eingeschaltet haben zu meinem Let's Play zu Metroid Prime Remastered. Wir befinden uns gerade in der Nähe von den Eingang zu den Minen auf Talon 4, also den Fason-Minen. Da ist ja dieses Zeug, das die Robopiraten ja benutzen, um hier diese ganzen Mutationen und dann rum zu experimentieren. Und auch was damals mit dem Meteor untergekommen ist. Und ich würde mal sagen, das ist das, ne? Ja. Das ist dieses Fason. Und wir befinden uns gerade hier in der Nähe auch von so einem Baum hier oben, wo wir hochklettern können. Ich würde mal sagen, guck mal, was da oben ist. Und ich habe die Pause jetzt mal ein bisschen genutzt, um die Steuerung ein bisschen anzupassen. Und zwar benutze ich jetzt die Stick-Steuerung, die speziell für das Remaster gemacht wurde, wieder hier. Also, hoffentlich funktioniert das mit der Steuerung für mich ab jetzt besser. Weil ich habe mich im letzten Part ja ein bisschen darüber aufgeregt, dass ich mit der Steuerung nicht so gut klarkomme, mit der klassischen vom GameCube. Und mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Und ich habe auch etwas Cooles herausgefunden. Guck mal, wie lange das dauert, bis man Raketen schießt. Das war ja immer so. Da war immer so ein Cooldown zwischen, ne? Und wenn ich das jetzt so mache, dabei ich den A-Knopf drücke, dann kann man so Raketen spammen. Das wusste ich gar nicht. Warte. Da. Das hätte mir bestimmt in die eine oder andere Art bestimmt den einen oder anderen Bosskampf einfacher gemacht. Mal gucken, was hier oben ist. Na, guck mal, hier über ist dieses Fason. Ey! Das ist wehgetan. Bam. So, das war's, glaube ich. Eine Memory Trail wollte ich nicht zeigen oder sagen. Ne? Nö, war okay. Oh, ein Dynamo. Mal gucken, was er macht. Ja, lol. Die Stelle kenne ich. Und der anderen, wir waren mal auf der anderen Seite davon. Ja, Tatsache. Oh, die ist eingegangen. Huh. Krass. Na cool. Aber gucken wir erstmal, was da unten. Gehen wir erstmal in die Fason-Minen rein. Ich möchte wissen, ob ich da auch jetzt schon hin darf oder ob ich vielleicht warten muss, bis ich irgendeinen Anzug habe dafür. Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich jetzt. Danke. Ich muss mich nur immer daran erinnern, dass ich jetzt so eine Tastenkombination drücken muss, wenn ich den Beam wechseln möchte. Und hier auf die Sache, den hier. Ich finde mal, die Thermalsicht, ne, finde ich auf der einen Seite gut, aber auch nur, wenn man damit so Rätsel lösen muss, ne? Wenn man damit kämpfen muss oder in der dunklen Umgebung rumläuft, finde ich diese Art von Sicht nicht so gut. Da hätte ich lieber diese klassische grüne Sicht aus diesen Night Visions. Daher hätte ich, das hätte ich cooler gefunden. Da bin ich mal gespannt, wie das in Metroid Prime 2 ist, ob es diesen Thermalvisor da auch noch gibt. Drücken wir aber erstmal dann weg und gehen in die Minen rein. Boah, der Anzug sieht so schön aus, ey, der Gravity Suit, ey, mein Gott. Fason. Minen. Ich habe auch gelesen, dass man ungefähr 7-8 Stunden braucht, um das Spiel durchzuspielen, wenn man gut ist. Ich bin schon mal über 10 Stunden. Das ist aber auch hauptsächlich auch da, weil ich auch teilweise nicht wusste, wo ich hin muss und auch die Konsole ein bisschen angelassen habe. Ja, stimmt. Taste. Nein. Ja, da. Hübsch. Cool. Wir haben diesen Geigerzähler, ne? Oh, Fason-Minen. Da steht da ein Robopirat. Robopirat, Space Pirate. Robopirat, das ist nicht Wayman. Geil. Ah, wir werden sehr wahrscheinlich hier den Grapple Beam kriegen, dann sehr wahrscheinlich, hoffentlich gleich. Außerdem wollte ich auch die Steuerung umstellen, aber ich mochte das halt nicht, wenn man hier dieses Zielen hier, das fand ich viel zu schwummerig auf den GameCube-Steuerung. Ich finde das viel cooler, wenn ich mit diesem rechten Stick das so mache. Ist für mich ein bisschen angenehmer.
Gut geschossen, Cowboys. Also, die haben halt scheiße geschossen, die Dinger. Oh, hallo. Was war das gerade für ein Geräusch? Duales Kraftfeld ist in Betrieb. Kontrollfelder zum Deaktivieren befinden sich wahrscheinlich in der Nähe. Ich hab's gerade gehört. Primärer Schaltkreis des Kraftfelds deaktiviert. Das primäre Schaltkreis, ne? Ja. Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sekundärer Schaltkreis des Kraftfelds deaktiviert. Was passiert jetzt? Ach, Schamach. Geht ein bisschen wie Indiana Jones 2, The Temple of Doom. Oh mein Gott! Den hab ich gekriegt. Boah, den hab ich, die arme Socke da, ey. Den hab ich richtig platt gemacht. Cool. Also diese Raketenspam ist ziemlich cool. Ist das vom Spiel gewollt oder ist das irgendwie, naja, ein Bug? Ich habe keine Ahnung, ob das gewollt ist. Da das im Remaster mit drin ist, würde ich sagen, dass das gewollt, oder? Ja, verzieh dich. Jetzt werden Nebel Köpfen gemacht, ey. Cool, kann ich das Geld kaputt machen, die Wand? Nee. Ich kann die Dinger leider gar nicht scannen. Das Steuerungssystem des Krans scheint die intakt. Es fehlt jedoch die Stromversorgung. Die Energieleitung zur Aktivierung des Steuerungssystems befindet sich wahrscheinlich in der Nähe der Kontrollkabine auf der gegenüberliegenden Seite. Das Gebiet gefällt mir bisher, das ist so ein Bauwerk, ey. Der Scan des Krans deutet darauf hin, dass er kürzlich benutzt wurde. Momentan ist er nicht in Betrieb. Alles klar. Was kann ich mit den Spider-Ballen da machen? Und ich kann übrigens jetzt hier mit dem X-Knopf kann ich jetzt springen. Weil ich habe den Gyro-Sensor komplett abgeschaltet. Ach so, ich wollte gerade sagen, wie funktioniert denn jetzt die Spider-Ball-Funktion, aber okay. Kann ich auch da mit den Spider-Ball da dran springen? Ja, kann ich. Cool. Und ich kann die Kamera so schnell drehen, mit dem ich mich im Aufball bin, mit der linken Schultertaste. Hui! Müsste mit der Störung auf jeden Fall jetzt alles viel besser funktionieren. Jegliche Phasom-Mutationen sind dem wissenschaftlichen Team umgehend mitzuteilen. Alle Einheiten mit vorteilhaften Mutationen erhalten eine Gehaltssteigerung und zusätzliche Verpflegung. Zum Beispiel, wenn mal ein dritter Arm aus dem Bauch wächst oder sowas. Mögliche Kandidaten für die Elite sowie für den Einsatz in der Truppe werden der Zeit von Kommando ausgewählt. Transportform Baustoff abgeschlossen. Verarbeitung der Lieferung für die Xenom-Wachteams ist eine Verbreitung. Die Steuerungskonsole dieses Lastkrans ist intakt. Es fehlt jedoch die Stromversorgung. Eine nahegelegene Energieleitung muss eine Induktion erhalten, um die Stromversorgung wiederherzustellen und den Kran zu aktivieren. Ach, das war natürlich klar. Wie gesagt, dafür finde ich das Ding cool. Aber sich halt da... Aber halt im Dunkeln damit sich umzugucken, das ist nicht gerade so toll, finde ich. Aber dafür ist die Sicht ein bisschen zu schlecht.
Aber wobei, vielleicht ist die Sichtdärm für Gegensatz zum GameCube-Original gut. Kann natürlich sein. Der Kranturm wird neu ausgerichtet. Ah. Cool. Ja, da kann ich aber trotzdem nicht weitermachen. Mir fehlt der. Oh, okay. Oh. Ah, dafür ist das da. Warum wird denn das so durchsichtig? Das finde ich nicht so schön. Okay. Ja, der hat sich die zurückverwandelt. Kann ich da oben noch was machen oder bin ich jetzt da oben fertig? Ne, ich glaube, wir sind auch... Ja, ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt, dann ist die Tamasi vielleicht doch gar nicht so schlecht. Das ist halt sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Ah, vielleicht wenn ich irgendwann ein bisschen, finde ich, viel mehr Übung darin habe. Vielleicht wäre ich dann irgendwann ein Fan von der Tamasicht. Wer weiß das schon. Wenn ich das Spiel vielleicht mehrere Male durchspiele, dann vielleicht schon. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Habe ich das mit dem Kran jetzt nur gemacht für den Missile-Container? Kann sein. Ja. Au. Also gehen wir entweder da weiter oder kurz mal hier gucken, was da ist. Ich schätze auf einer Speicherstation. Oh, ich hatte sogar reich Zutritt zur Speicherstation genehmigt. Das ist mal. Oh, ein Aquarium ist dahinter. Oh, guck mal, die Fischlein. Cool. Und dann speichern wir mal eben. Wieso haben wir? Wir sind schon bei 13 Minuten. Awesome. Reparier mal einen Anzug mal bitte, danke. Aber eine Missiles lädt er. Vor diese Missile-Station, wo man seine Missiles aufladen kann. Die, von, wie viel gab es von denen eigentlich bisher im Spiel? Eine, ne? Ne, zwei, ne? Die sind auf jeden Fall viel, viel, viel seltener als in den 2D-Metroids. Metroids. Metroids. Hallo. Ja. Was ist das? Abwehranlage dieses Abschnitts defekt. Ist nicht defekt, das ist zerstört worden. Vielleicht, oder ist die Tamasi vielleicht, wie gesagt, die Tamasi muss man sich echt halt dran gewöhnen. Was eigentlich komisch, dass ich die nicht so gern mag, war, die ist komplett lila hier in der Sicht. Und lila ist meine absolute Lieblingsfarbe, eigentlich muss ich die mögen. Wie gesagt, das ist einfach nur reine Gewöhnungssache, mehr ist das gar nicht. Oh. Grafik aktiv, Zutritt nicht genehmigt. Also brauchen wir diese Dinge für sich, ne? Wobei, wir sind in, befinden uns gerade in einem Bergbaugebiet, ne? Was soll ich denn da oben?
Auch nichts. Ne, vielleicht finden wir ja hier diesen Wärmeding. Vielleicht ist das ja benutzt, benutzen die Piraten das ja zum Bergbau. Hallo? Nee, hier ist nichts. Oh, okay. Neue Gegnerart. Oh! Hallo! Oh mein Gott! Wavebeam-Pirat. Weltraumpirat mit Wavebeam-Ausrüstung. Oh mein Gott. Das könnte mich auch noch schocken, ey. Den Weltraumpiraten ist es gelungen, einige Waffentechniken der Chozo zu entwickeln, nachzubauen. Zu diesem Technik gehört der Wavebeam. Aufgrund von Konstitutionsmängeln ist der Wavebeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinem eigenen Waffensystem. Seine Bewaffnung ist im Vergleich zu dem Original aus den Chozo-Entwicklungen als minderwert einzustufen. Dennoch ist die Kraft dieser Waffe nicht zu unterschätzen. Ich hab mich verklickt! Ich hab mich wieder verklickt! Scheiße! Okay, da. Okay. Wavebeam-Pirat, ey. Nee. Okay. Alter Schwede. Die sind ja geil, die Gegner. Die haben ja alles weggehackt, was ihnen in den Weg kam. Sicherheitssperre aktiv. Biometrisches Muster eines Weltraumpiraten erfordert Zutritt verweigert. Okay. Zahlreiche Haarrisse innerhalb des Gitters aus Benditium verwandt. Also Benditium können wir aber immer noch nicht zerstören. Hallo, geliebter Geigerzähler. Boah, geil. Ich liebe dieses Geräusch. Kann ich ihn nicht lang? Warte mal. Ah, okay. Das wurde mir aber nicht gesagt, dass ich das zerstören kann. Ach da! Über mir. Ein neuer Was ist denn da eingesperrt?
Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Eintrag 11.001.9. Erste Experimente an Embryos von Weltraumpiraten, die im Rahmen des Heliex-Projekts erfolgten, fielen katastrophal aus. Die Phasoninfusion brachten dekliniertes Hirngewebe hervor. Gleichzeitig vergrößerten sich allerdings auch die Muskelmasse. Keiner der Piraten, die, wie wir sie bezeichnen, erreichte die Geschlechtsreife. Die wenigen, die ihre Kindheit überstanden, erlitten als Jugendliche starke Schockanfälle und töteten jedes Lebewesen in ihrem Wahrnehmungsbereich. Aber vor kurzem gelang dem Forschungssystem Sclera ein entscheidender Durchbruch in ihren Parasitenstudien. Erzielten sie hervorragende Ergebnisse mit einer Phasonsorte, die den Codename Vertigo trägt. Daraufhin gelang uns die Kombination von Vertigo-Phason mit der DNS von Weltraumpiraten. Mit ausgezeichneten Resultaten. Die jüngsten Gruppen von Elite-Piraten hat das jugendliche Stadium erfolgreich abgeschlossen und steht für Einsatztests und Ausbildung bereit. Plattformsystem aktiviert. Nachfolgend eine Auflistung der empfohlenen Kampfausrüstung für Elite-Piraten. Schultermontierte Plasma-Artillerie-Kanonen, reflektierende Schutzschild, Wellenbebengenerator, Energieabsorbungssystem und einziehbare Handgelenk. Bajonette. Okay, was ist das hier? Identifikationscode EPG8642, Reihe 23, Testbezeichnung Elite-Pirat Alpha. Oh, das ist der allererste. Außerdem des Behälters ist mit einer Lagierung aus Benizium versehen. Oh. Okay, Leute, aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen und gucken, und ob wir sehen, ob wir jetzt gleich unsere nächste Ausrüstung bekommen für unseren Anzug und ob die uns angreifen oder vielleicht auch treffen, das sehen wir im nächsten Part. Angreifen können die uns zwar, aber treffen können die uns nicht, sehen wir im nächsten Part. Immer ein Let's Play zu Metroid Prime Remastered. Bis zum nächsten Part mit eurem Dagevian. Tschö.